try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. Herzlich willkommen zum Amsterdam Halbmarathon-Vlog. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen fertig gemacht. Wir haben eben schon gefrühstückt und jetzt geht es in einer halben Stunde zum Shakeout-Run. Das stand heute auf der Agenda. Ich weiß noch nicht genau wo, aber das Wetter ist auf jeden Fall gut. Also ich habe schon Lust, endlich mal wieder zu laufen. War ja jetzt auch genug mit Laufpause in den letzten zwei Wochen. Okay, wir haben 13 Grad, Sonne, Wolken und ich wollte eine kurze Hose anziehen und eine Laufjacke drüber, weil ich immer ein Fan davon bin, lieber unten kurze Hose anzuziehen und oben dann so ein bisschen was Kuscheligeres, anstatt lange Hose und T-Shirt. Schuhe habe ich ein paar mitgenommen, wo drin ich jetzt den Shakeout Run natürlich und den Halbmarathon laufen werde. Und ich bin am Überlegen, ob ich unter die Jacke ein T-Shirt oder ein Longsleeve ziehe, weil man ja immer 10 Grad draufrechnen muss. Das heißt, 13 Grad plus 10 Grad wären 23. Und was würde man dann bei dieser Temperatur zum Spazierengehen anziehen? Und ich glaube, ein Longsleeve mit einer dünnen Jacke drüber, das ist gar nicht verkehrt, weil es hier aktuell sehr, sehr wechselhaft ist. Also Regen, Sonne und Wolken passieren hier auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen. Ein Shakeout Run heißt ja wirklich sehr, sehr langsam nur die Beine oder den Körper darauf vorbereiten, dass morgen halt eine Belastung ansteht. Und deswegen wird es jetzt auch kein Lauf, bei dem man schnell ins Schwitzen kommt. Und ich denke, dafür ist dann auch ein Longsleeve mit dünner Jacke gut geeignet. Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch nicht direkt dann ins Hotel zurückfahren, sondern wahrscheinlich noch, je nachdem, wie viele Leute man noch dort kennenlernt, noch ein bisschen steht und quatscht und dann kann es dann doch schon relativ kalt werden. Wir sind auf jeden Fall schon relativ spät dran. Ich habe noch 20 Minuten. Das wird der Sport-BH werden. Dann haben wir einmal die Hose, die ich auch zum Marathon in Berlin anhatte. Und dazu brauchen wir jetzt ein Longsleeve. Okay, ich habe jetzt in dem anderen Koffer noch mehr gefunden. Ich bin einfach richtig konfus. Und zwar habe ich jetzt doch mehrere T-Shirts und mehrere Longsleeves. Das heißt, ich würde auf jeden Fall mit einem Longsleeve gehen. Das hatte ich auch letztens schon mal an und das finde ich sehr, sehr cool. Und zwar dieses hier mit diesem coolen Schriftzug. Und darüber eine Jacke. Die ist auch aus der Adizero-Kollektion, merke ich gerade. Sehr passend. Und das wird das Outfit für heute sein. Ich finde, das sieht irgendwie sehr, sehr cool aus zusammen. Also All-Black-Outfit. Mag ich sehr, sehr gerne. Obwohl ich ja gegen so richtig bunte Jacken beim Laufen auch gar nichts habe. Und Laufschuhe natürlich die Skyrise 4 von Mizuno. Sehr, sehr cool. Die passen auch richtig gut zum Outfit. Ich finde so ein All-Black-Outfit und dann mit so weißen Laufschuhen mit so einem kleinen Farbklecks. Traum. Jetzt muss ich noch kurz meine Haare ein bisschen locken. Die werden bei dem Wind wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell wieder rausgehen. Aber trotzdem werde ich es versuchen. Und dann können wir eigentlich auch schon los. I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment, can we stay here forever, forever. Well, we're gonna do don't want to take tomorrow's run seriously, and those who are supporting, and then also some sodas and drinks, just use it, so outside. Ich glaube, das ist hier kein offizieller Shakeout. Deswegen laufe ich einfach ein bisschen langsamer. Ist auch voll okay. Ich bin zwar die Letzte, aber ich glaube, für die anderen ist es kein Shakeout.
Fast vom Fahrrad überfahren worden. Wir suchen jetzt einen Uber, aber wir finden keinen. Der Wind ist schon ganz stark, ich weiß gar nicht, ob er mich versteht. Und dann wollen wir zur Messe. Ich schaff's nicht mehr pünktlich um 2:30. Ich wollte eigentlich um 2:30 da sein und schon die Startnummer abgeholt haben und beim Mizuno-Stand sein. Aber jetzt haben wir es ungefähr 2:05 und wir müssen noch duschen. Ich glaube, das klappt nicht mehr. Jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. When I shut my feelings down, you look at me like I'm different. Still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moment. Wir sind vom Checkout Run zurück. Ich habe gerade geduscht und jetzt fahren wir gleich zur Expo. Aber ich freue mich schon, die Startnummer abzuholen. Und ich bin so ein bisschen zittrig gerade, weil ich habe irgendwie heute nur gefrühstückt und das war um 9:30 und jetzt ist es ja schon 3 und wir haben auch schon Sport gemacht, also den Checkout Run, und jetzt habe ich langsam richtig Hunger. Deswegen hoffe ich, dass wir auf der Messe oder in der Nähe irgendwas zu essen finden, damit ich ja, wieder ein bisschen runterkommen ist. Auch gerade ist immer sehr viel hintereinander. Also man rennt von einem Punkt auf der Tagesordnung zum nächsten gerade. Vor allen Dingen bei Events oder bei Lauf-Events, wo man dann mit einem Kooperationspartner da ist. Es ist ja auch cool, wenn man viel vorhat und viel sieht und viel macht. Aber es ist auch immer sehr stressig und deswegen will ich einfach nur was zu essen haben, damit ich das gut überstehe. Und als wir auf den Uber eben gewartet haben, haben wir ein sehr, sehr, sehr cooles Foto gemacht. Richtig gut, was manchmal so in spontanen Situationen entsteht. Ich blende euch das hier mal ein. Das ist mein Lieblingsbild im Laufen. Also wirklich, wir haben noch nie so ein cooles Laufbild hinbekommen, finde ich persönlich, weil die Haltung, die Form, es ist alles on point. Deswegen bin ich richtig happy. Wir sind jetzt halt schon Reste, aber wir haben dafür Schmalzkuchen in riesengroß gefunden. Sehr gut. Ich finde die Farbe schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich probiere die einfach mal an, weil ich habe die noch nie angehabt. Also er ist cool, aber ich glaube an den Seiten so ein bisschen, in 39. Ich bräuchte eine Nummer größer. Hey, I'm Kiana. Nice to meet you. I'm Robin. We're the social team from Mizuno. Oh, good. Sky Rise Sports? Yeah, yeah. They have the sky. Yeah. No worries. There's something different about us. There's something different about us. Und morgen kommen wir von dort und laufen hier rein zum Ziel. Das ist übrigens die Strecke. Das sind jetzt 3 Strecken, weil das einmal 10 Kilometer, einmal der Marathon und einmal der Halbmarathon ist. Und das Blaue hier ist der Halbmarathon. Das ist super schade, dass nur beim Marathon die Kilometerzahlen stehen. Also der Marathon geht hier einmal richtig weit runter am Fluss entlang, was bestimmt auch sehr, sehr schön ist. Aber unsere Strecke geht einmal hier los und dann geht es hier weiter. Einmal darunter, genau, die Brücke, beziehungsweise diese, ich glaube, das ist sogar eine Autobahnabfahrt. Da geht es auf jeden Fall bergab und das ist ein richtig guter Push. Das kann ich, da kann ich mich immer noch dran erinnern. Dann einmal hier rum und das ist, glaube ich, so ein Industriegebiet hier. Und dann geht man hier lang, dort, einmal hier hoch, also dann auch relativ gleich mit der Marathonstrecke.
einmal hier lang und dann relativ einfach wieder, einfach in Anführungsstrichen, zum Stadion zurück. Also da laufen wirklich auch alle ein, alle Distanzen. Und hier sieht man auch Wasserstation, Sponge, also es gibt hier auch die Schwämme. Und das kann man hier auch gut sehen, da zum Beispiel. Aber wie gesagt, also man sieht hier leider nicht die Kilometer, bei welchem Kilometer das kommt. Bisschen schade irgendwie. Das ist auf jeden Fall ein besonderes Carb-Loading heute Abend. Boah, das sieht richtig gut aus. Die Sojasauce. Das sieht mega gut aus. Guten Morgen. Ich muss sagen, ich habe nicht so gut geschlafen. Also das heißt, nicht gut, sondern nur nicht lang genug. Meine Uhr sagt irgendwie 6 Stunden irgendwas. Ja, 6 Stunden 12. Score 74. Auch nicht so gut. Also das heißt ausreichend. Hier steht kürzer als ideal, viel Tiefschlaf. Das ist doch schon mal was. Also damit gehen wir jetzt einfach mal in den Halbmarathon rein. Mein Ziel ist sowieso nach dieser Woche einfach überstehen, ankommen. Das ist ja sowieso allgemein mein Ziel, weil ich nicht auf irgendwelche Bestzeiten trainiere. Aber es ist mir einfach wichtig anzukommen. Da ich die letzten Tage aber krank war und es mir einfach gar nicht gut ging, hoffe ich das umso mehr, weil ich jetzt nicht weiß, wie das heute wird. Ich hatte sehr, sehr wenig Lauftraining und ja, mal gucken. Jetzt gehen wir aber erstmal frühstücken und dann haben wir noch richtig viel Zeit, weil der Halbmarathon startet erst um 13 Uhr. Das war letztes Jahr auch schon so, es ist einfach hier in Amsterdam relativ spät. Die Marathonläufer starten sehr, sehr früh. Ich glaube, jetzt sind sie schon gestartet. Und dann um 13 Uhr erst die Halbmarathonläufer. Heute Morgen, als die Marathonläufer angefangen haben, hat es schon geregnet und man sieht auch, dass es überall nass ist auf den Straßen, aber aktuell scheint die Sonne. Also ich glaube, für den Halbmarathon haben wir relativ viel Glück, dass wir gutes Wetter bekommen sogar. Die Regenwolke da hinten ist auf jeden Fall vielversprechend. Also ich bin fertig und wir fahren in 5 Minuten los, treffen dann Laura. Und beziehungsweise die ganze Gruppe, mit der sie auch hier ist, die ich ja in Kopenhagen getroffen habe, kennengelernt habe. Richtig cool, dass sie einfach auch in Amsterdam ist. Bin so ein bisschen aufgeregt, habe auch noch 5-mal meine Outfit-Wahl geändert. Also kurze Hose bleibt auf jeden Fall. Und jetzt habe ich ein anderes Shirt an, was ich eigentlich vorher gar nicht anziehen wollte, weil das relativ dünn ist. Aber jetzt ist die Sonne da und jetzt habe ich Angst, wenn ich 2 Sachen übereinander anziehe, dass es dann zu warm wird. Wir haben jetzt gerade 9 Grad. 9 Grad? Ja, mal gucken. Ich habe dann für den Zielbereich noch das mitgenommen, was ich eigentlich anziehen wollte. Das ist auch ein Misono Amsterdam Shirt. Das ist das Logo hinten drauf. Ich finde das Logo hier hinten drauf auch cool. So sieht das aus. Also sehr cooler Merch. Es gibt ein paar Sachen, die ich richtig gerne mag. Und wenn wir jetzt gleich losgehen, dann ziehe ich diese Jacke, die ich gestern zum Shaker dort anhatte, die aber irgendwie gar nicht nass geschwitzt war, nochmal an, bevor wir am Start sind. Und ich habe auch überlegt, ob ich eine Weste anziehe, weil ich es immer super schade finde, wenn man diese Event-Logos überhaupt nicht sieht und auch auf dem Rücken, weil die Weste bedeckt ja genau diese Sachen. Aber ich dachte, ich muss ein Handy mitnehmen, Gels mitnehmen, eventuell Kopfhörer. Man weiß nie, wie schlimm das ist, wie doll der Struggle sein wird. Deswegen nehme ich sie lieber mit. Da ist dann doch einiges, was ich gerne mitnehmen würde. Und wenn wir meinen Freund an der Strecke nicht treffen sollten, wegen irgendeinem Fehler, der passiert, warum auch immer, habe ich halt keine Sachen dabei und da kann man sich noch so gut absprechen. Im Endeffekt wäre es dann doof. Die Weste habe ich auch schon gepackt. Das ist die gleiche, die ich in Berlin anhatte beim Marathon. Als ich die gewaschen habe, sind einfach, hier war ein Logo von Adidas und da hinten ist einfach alles abgegangen. Vielleicht habe ich sie zu heiß gewaschen. Ich glaube, es war mein Fehler. Ich glaube, man darf die nur bei 30 Grad waschen. Ich habe sie bei 40 Grad gewaschen. Trotzdem finde ich die Weste natürlich mega nice, weil die hier 2 Reißverschlüsse hat. Jetzt sieht man das gar nicht in dem Schwarzton. Aber hier einmal auf der Seite 2 Fächer und auf der anderen Seite halt das gleiche nochmal. Also auch hier, ne, da. Ein Reißverschluss, da passt ein iPhone 12 rein. Das packe ich da immer rein. Also von der Größe ungefähr, damit man sich orientieren kann. Und auch 2 Taschen. Und ich finde es super angenehm, wie man die Weste hier vorne zumacht mit einem Gummizug. Ihr seht das ja auch gleich im Blog, wenn ich die anziehe. Das wird auf jeden Fall nicht mein bester Halbmarathon werden. Ich habe das Gefühl, das wird mein langsamster Halbmarathon werden. Einfach als Vorbereitung für New York in 3 Wochen. 3 Wochen. Ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Spaß haben. Ich habe es gestern noch in einem Interview von Misono gesagt. Da wurde gefragt nach meinem persönlichen Ziel für den Lauf. Und da habe ich auch gesagt, Spaß haben. Finish Lines, not Finish Times. Also es geht wirklich darum, sich gut zu fühlen, wenn man die Ziellinie überquert. Ja, und das ist das, was ich vorhabe. Und jetzt ist schon 45. Okay, was ist denn los? Keine gute Idee, dass ich das Shirt angezogen habe.
glaube, ich werde die Jacke hier einfach anbehalten. Ja, es regnet auf jeden Fall und ich werde die Jacke sowas von safe anlassen, weil es auch nur 9 Grad sind. Ich habe mir das irgendwie nicht so kalt vorgestellt. Run your masterpiece today in Amsterdam. Ich habe mir jetzt eben ein trockenes Oberteil angezogen und Jacke natürlich. Mir ist immer noch ein bisschen kalt und die Hose konnte ich nicht wechseln. Aber es geht auf jeden Fall jetzt mir schon viel besser. Und wir suchen jetzt ein Uber, fahren nach Hause und dann gibt es erstmal was zu essen. Zurück im Hotelzimmer und das war ein sehr, sehr schöner Lauf, wie letztes Jahr auch. Also ich mag die Strecke sehr gerne. Es ist manchmal wirklich ein bisschen eng und man muss auf Bürgersteigen ausweichen, um entweder zu überholen oder allgemein, um nicht zu stolpern in der Menschenmenge. Es ist wirklich nicht so oft, aber es gibt diese Teile der Strecken. Das war auf jeden Fall ein kleiner Nachteil. Ansonsten alles sehr, sehr cool. Also auch der Zieleinlauf auf der Tatanbahn und im Stadion allgemein super coole Atmosphäre. Ich habe mich gut gefühlt und habe 2 Gels benutzt. Da hat auch alles geklappt. Wasserstation haben wir immer mitgenommen. Ja, und ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden. Wir haben ein kleines Zeitziel uns gesetzt, wo ich aber auch nicht enttäuscht gewesen wäre, wenn wir es nicht erreicht hätten, weil einfach so viel passiert ist in letzter Zeit mit meiner Gesundheit und da habe ich mir sowieso gar keinen Druck gemacht. Haben nur auf der ersten Hälfte gemerkt, dass es ganz gut lief und haben dann gesagt, okay, wir setzen uns das und das Ziel und wir versuchen das zu erreichen und wir haben es um 1 Sekunde geschafft, also 2 Sekunden länger und wir hätten das nicht geschafft, aber ich sag jetzt mal so, wenn man 1 Sekunde drüber ist, dann hat man es trotzdem geschafft. Da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, okay, 1 Sekunde zu viel, ich habe es nicht geschafft. Ansonsten haben wir coole Fotos auf der Strecke hinbekommen, glaube ich. Und auch danach haben wir noch die Gelegenheit gehabt, coole Fotos zu machen. Das finde ich irgendwie auch mal sehr wichtig. Man hat nicht immer so Bock danach, weil man ist halt kaputt und man will einfach nur noch nach Hause und was trinken und was essen. Aber es ist dann doch immer schön, wenn man noch kurz die Zeit findet,
Wir haben auch noch Laura und ihren Opa im Zielbereich getroffen. Die sind jetzt noch auf dem Weg nach Hause. Wir sind noch eine Nacht hier. Morgen um 12 machen wir uns dann auch auf dem Weg nach Hause. Ich bin froh, dass wir diesen Tag noch haben, damit ich mich jetzt ins Bett fallen lassen kann. Wir haben auch gerade schon Pizza bestellt. Ich habe so einen Hunger. Ja, und damit wir einfach in Ruhe entspannen können und jetzt nicht noch diesen Stress haben mit der Rückfahrt und so weiter. Ansonsten kann ich euch wie immer nur empfehlen, probiert es mal aus, in Amsterdam den Halbmarathon zu laufen. Den ganzen Marathon habe ich hier noch nicht gemacht. Aber Halbmarathon einfach mal machen. Wetter war sehr durchwachsen. Am Anfang Sonne, richtig cooler Vibe und dann zwischendurch sehr windig. Und irgendwann bei Kilometer 16, glaube ich, hat es dann so angefangen zu schütten. Für 5 Minuten. Aber wenn es 5 Minuten schüttet, reicht es schon, um komplett nass geregnet zu sein. Deswegen sind meine Haare auch richtig strohig, sage ich jetzt mal. Aber ist auch komplett egal, wenn einfach das Gefühl passt und die Stimmung gut ist. Und das war sie auf jeden Fall an der Strecke. So viel Musik und so viel coole Leute am Rand. Da ist der Regen auch völlig egal. Ich mag das ja, im Regen zu laufen. Also so eine kleine Einheit Regen war eigentlich sogar ganz cool. Ansonsten sind wir dann mit Sonne ins Ziel gelaufen zum Schluss. Also gutes Timing einfach. Und wieder auch sehr, sehr dankbar, dass ich das machen kann. Dass ich das meinen Job nennen darf. Habe ich nochmal kurz realisiert, als ich dann oben auf dieser kleinen Tribüne im Stadion war, habe ich mal kurz eine Träne im Auge gehabt. Ja, denke ich einfach immer sehr viel drüber nach, wenn ich fertig bin. Kurz den Moment für mich habe, nach dem ganzen Zielbereich, Medaille bekommen habe, diesen Umhang bekommen habe, dann kommt man langsam runter, realisiert, was gerade so passiert ist überhaupt. Und dann, ja, bin ich immer sehr, sehr dankbar, weil es einfach immer so schön ist, egal wie groß der Struggle beim Lauf war. Heute war er nicht so groß, war ganz gut. Aber ansonsten, ja, bin ich immer sehr happy, allgemein das machen zu dürfen.